Sehr schön. Dann haben wir jetzt vier Zeichen. Das heißt, wir gehen gleich mal zu dieser einen Statue, die in Hateno steht. Werden wir gleich mal vorbeigehen. So, hier war das. So, du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Jawohl. Für vier Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich glaube, mein erstes war ja Herzen. Deswegen nehme ich jetzt, glaube ich, Ausdauer. Ja. Fünf Herzen sollten reichen. Für einen Anfang. Ausdauercontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht, erhöht deine maximale Ausdauer. Sehr schön. Das ist eigentlich mein erster, oder? Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Alles gut. Bisschen mehr Ausdauer. Kann auch nicht schaden. So. Jetzt ist die Frage. Gehe ich zuerst zum Strand oder fotografiere ich die eine Statue? Und zwar die hier. Kann ich mich hier irgendwo hin teleportieren? Na. Hier steht Plötze. Dann rennen wir einfach dorthin. Müssen wir leider rennen. Kann man leider nicht hin teleportieren. Na gut, ich denke. Ah, es ist eh nicht so weit. Sind wir ja gleich da. Wer ist denn das hier? Die Toma. Ich glaube, die haben wir auch schon mal getroffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Hey du, kommst du mit Hitze klar? Und wie sieht es mit Kälte aus? Wenn man es immer angenehm haben will, dann muss man je nach Wetter seine Kleidung wechseln. Du hast doch sicher Kleidung zum Wechseln dabei, oder? Ja, haben wir. War ich hier schon eigentlich? Warte mal. Ups, falscher Knopf. Na, hier sind wir noch gar nicht gelaufen. Das wollte ich ja eigentlich letztes Mal auch noch erkunden, hier das Ganze. Ah gut, egal jetzt. Der Strand wird dir gefallen? Schauen wir mal. Stimmt, weil da sind wir, oh.
Gut. Ah, da sind. Ja, ich wollte gerade sagen. Ist die mal weggefetzt. Pum und Pump. Zack. So, die kannst du behalten. Ich nehme mir deine. Mein treuer Esel, der Paragus. Ich hab da mal was gehört. Man nimmt Ziegenbutter und Tabanterweizen und was war es noch gleich? Naja, wenn man das zusammen kocht, kommt wohl ein echter Leckerbissen heraus. Aber du musst ja nicht. Es wäre wirklich großartig, wenn du was kaufen würdest. Nein, danke. Ah. Dir hast du gezeigt, was eine Hacke ist. Also sowas von. Da hast du echt. Huhu. So, jetzt wird es eh gleich dunkel. Ich bin gespannt, ob man da was machen kann, wenn man das Ding fotografiert. Weil ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was ich sonst noch. Also, ich stand dort letztes Mal und habe mir gedacht, okay. Und was jetzt? Ach, alles abgesucht, gar nichts. So. Welches von denen war nochmal das? Ich glaube hier, das da war es, glaube ich. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis es dunkel wird. Oh, oh, oh. Die fängt gleich an zu leuchten, glaube ich. Oh, da passiert nichts. Ich glaube, sie muss noch anfangen zu leuchten. Na, schauen wir mal. Ja, da ist es. Nö. Passiert gar nichts. Und jetzt? Was ist das für ein Ding? Was mache ich? Das habe ich mir alles schon letztens angeschaut und da war nichts. Da war ein Krog. Oh mein Gott. Leute, eine Frage. Kann ich da schon irgendwas machen oder muss ich auf irgendwas Besonderes warten? Ohne dass ihr jetzt. Oder. Ja, ohne dass ihr jetzt halt irgendwie spoilert. Also kann ich schon irgendwas damit machen in meinem jetzigen Zustand? Ja, kann ich, okay. Ja, geht. Also ich kann jetzt in meinem jetzigen Zustand, kann ich hier irgendwas
nicht direkt bewegen in dem Sinne, aber schon vorankommen. Es muss nur Nacht sein, sieh dich um und lies die Quest. Ja, es ist ja Nacht, also gut. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Ja, das habe ich auch letztens schon gelesen. Ja, in deinem jetzigen Zustand kannst du hier eine Aktion ausüben, welche man unter gewissen Bedingungen als positiv für dein Vorankommen bewerten kann, um es mal vorsichtig zu formulieren. Okay. Ich soll sie durchstechen, das habe ich doch. Ich habe doch schon irgendwie probiert. Ich habe schon alles probiert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht. In dunklem Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Jetzt ist die Frage, was meint? Meinen die mit durchbohre sie die Augen oder die Statue? Dass es Nacht sein muss, hattest du ja bereits selbst erraten beim letzten Mal. Ja gut, das ist ja nicht schwierig. Ich meine, in der Nacht leuchten die Augen. Aber durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Durchbohre sie. Mit was soll ich sie durchbohren? Durchbohre sie. Das ist schon wieder so ein Ding wie das mit dem Krog. Vielleicht. Das habe ich letztens nicht probiert. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na geht's jetzt. Danke, danke. Oh mein, aber habe ich das nicht letztes Mal auch probiert? Ich weiß es jetzt gar nicht, ob ich das letztens nicht auch probiert habe. Ich habe nämlich alles probiert. Ich habe draufgeschlagen, ich habe jede Fähigkeit geused, ich habe... Aber vielleicht habe ich nicht getroffen. Oder Kamuyuo-Schrein. Vielleicht der nächste Schrein hier. Das war jetzt unerwartet. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das klappt. Geil. Geil, geil. Gut, dann schauen wir einfach. Der nächste Schrein. Sehr schön. Jetzt verstehe ich auch, was du meintest, Godbrand. Eine Aktion ausüben, welche man unter gewissen Bedingungen als positiv für dein Vorankommen bewerten kann. Das ist korrekt, ja.
Sehr schön. Willkommen, Pilger, mein Name ist Kamu Yuo. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Die Räder der Zeit. Okay. Ich finde, das ist meine Lieblingsaktivität. Schreine. Ich finde die so cool. Beim letzten Mal hattest du ziemlich alles probiert, außer einem Pfeil. Wirklich? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ah, man kann die Dinger nehmen, okay. Steht alles, okay. Ah, was hat mich erwischt? Warum? Warum? Okay. War da oben die Kiste? Ich weiß jetzt gar nichts. Nein, dass da oben eine Kiste war. Ja. Okay. Probieren wir einfach mal. Mann, muss der jetzt mit mir mitfahren? Der muss mit mir mitfahren, ja. So, erstmal die Truhe. Ein Opal. Oh, da ist noch eine Truhe. Noch mal. Soldatenlanze. Sehr schön. Früher Standardausrüstung der Palastwachen von Hyrule. Okay. Hä? Was? Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was tue ich? Irgendwas wegschmeißen. Schnell aber. Ja, schmeiß mir die gleich weg. Schnell, mach auf. Okay, sehr schön. Und jetzt schnell. Nein. Okay, so ganz check ich diesen Mechanismus noch nicht. Oh ja, ich verstehe es. Oder? Ja, wenn ich
den zum Stoppen bringen? Okay, das ist eigentlich egal. Okay, okay, okay. Oh, das war zu früh. Ah, das war zu früh. Oh mein Gott, was tue ich? Das war Blödsinn, meine Lanze. Das war ein Blödsinn. Lass mich da vorbei. Warum lässt du mich nicht vorbei? Okay. Okay. Yay! Das war auch cool. Ja, ich finde die Schreine extrem, extrem cool und spaßig. Ein bisschen knifflig und ein bisschen nachdenken. Du hast meine Prüfung gemeistert, ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Das ist wieder der Bewährungshelfer. Godfred. Sehr schön. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Du liest das immer so mit einer meditativen Stimme. Ja klar. Das ist ja auch Meister Yoda. Na, die machen ja immer so ein Geräusch. Wie das mal dies erfüllt, möge die Göttin Hylia dir beistehen. Die machen ja immer so ein Geräusch. Schau ihn an. Ein Mysterium. Bleib stehen. Ich will dir doch davon erzählen. Brechen wir die Untersuchung für heute besser ab. Was? Mein Brillengestell ist aus Metall. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause. Was? Hä? Der Regen allein würde ja noch gehen, aber Blitze werden von Gegenständen aus Metall angezogen. An Tagen wie diesen sollte man das Haus besser nicht verlassen. Pass du auch auf, dass du nicht vom Blitz getroffen wirst. Oh Mann, warum muss es jetzt regnen? Ich wollte ihm doch gerade erzählen, was hier passiert ist. Der hat mir ja die Quest eigentlich gegeben. Noch nicht durch, na, noch lange nicht. Ups, ich wollte ihn nicht behindern. Ah, oh, warte. Ah, oh, ich wollte dich gerade fotografieren. Warte, den könnte ich fotografieren.
schnell. Genau. Speichern. Steppenfuchs. Genau. Kann ich ihn eigentlich auch fotografieren? Das wird aber nichts bringen. Na, bringt nichts. Ah, jetzt kann ich mit dem mitrennen. Die rennt auch. Er hat Angst vom Blitz erschlagen zu werden, weil sein Brillengestell aus Metall ist. Da noch was, was ich... Schwarzrückenziege speichern. Das ist nur eine Ziege, geh weiter. Das war nur eine Ziege, was ist mit ihm? So, renn in dein Haus. Dann lass mich dir erzählen, was mir passiert ist. So. Ja. Ja, er erzählt schon wieder. Hast recht. Ernsthaft jetzt? Bin ich umsonst hinterhergelaufen? Nur weil es jetzt regnet. Das ist nicht sein Ernst. Ich meine, eigentlich müsste ich ihm ja auch nichts erzählen, aber... Vielleicht gibt es ja auch Folgequest oder so. Jetzt ist es, warum es die billigen Kassengestelle aus Metall umsonst gibt. Auf jeden Fall. Oh, die Kröte hätte ich fotografieren können. Na, das ist nicht so gut. Aber ich renn mal davon. Schleim. Schleim, genau. Sehr gut. Zack. Hey Patrick, servus. Heute eine Nummer im Fitness geklärt. Das Weib wird mir nach meinen Schnitzeln freiwillig die Hose aufreißen. Leicht geschmacklos, aber realisierbar. Okay, Patrick, okay. Ich würde sagen, läuft bei dir. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, läuft bei dir, oder? So, da haben wir den Tierschild. Ah ja, da haben wir keinen Platz. Aber ich hab's markiert. Ich hab's ja markiert. Aber ist das gleiche, was ich im Haus habe?
bin mir gerade nicht sicher. Egal, lass mal das noch. So, es hat aufgehört zu regnen. Jetzt gehen wir wieder zu dem Herrn. Top! Sehr schön, sehr schön. Bei dir, Dome? Ja. Jetzt bin ich schon ein bisschen müde. Aber ansonsten alles super. Danke dir. Alles tutti frutti. Ah, der ist ja... Ah, ja. Ja, gut. Der rennt ja wieder dorthin. Stimmt. Das heißt, wir rennen dort wieder hin. Dann war alles umsonst. Eventuell. Dann lass mich dich fotografieren. Ah. Genau. Was für ein Geräusch. So, da steht er vorm Schrein jetzt. Ein Mysterium. Moment mal, wo kommt denn jetzt dieser Schrein her? Und das, obwohl noch niemand einen Durchbruch bei der Inschriftenanalyse erzielt hat. Archäologisch könnte man das wohl als einen echten Glücksgriff kategorisieren. Wow. Das war's. Kein gut gemacht. Hast du super gemacht, Link. Danke. Irgendwas. Er weiß es wahrscheinlich gar nicht. Berghirschkuh. Naja, was, wenn man den kleinen Krog hier fotografiert? Ah. Aber hier Apfel. Ah, den will ich ihm nicht wegstehlen. Was ist das? Ach so, ah, das war das Hinterteil von dem. Ich dachte, das wäre eine Kobra oder sowas in der Art. Dabei war das nur der Orchkatzelschwurf. Das war nur ein Orchkatzelschwurf. Ich dachte, das wäre so ein Wurm oder eine Kobra oder irgendwie sowas in der Art. Ich bin echt schon müde. Oh, warte mal. Ist das nicht die... Ja, ich weiß schon, wer du bist. Ich weiß, was passiert. Ich will... Ja? Gegrillten Lachs. Was? Und außerdem... das Leben des Helden. Genau die. Oh, halt. Ich bin vom Blink. Die richtigen Ninjas hier.
Er ist entkommen. Ich habe ihn entkommen lassen. Aber die könnten wir auch gleich fotografieren. Auch wenn das irgendwie kein gutes Foto ist, aber egal. Hauptsache wir haben es im Album. So. So, aber jetzt kann ich mich eigentlich teleportieren. Ja, warum renne ich da eigentlich noch? Wobei ich den einen Bereich dann noch untersuchen wollte, aber das mache ich. Das mache ich morgen. Das werden wir morgen machen. Leute, ich glaube, das war's für heute. Ich bin echt schon extrem müde und wir haben eh schon 11 Uhr. Wie langsam Zeit fürs Bettchen. Ja. Ich werde jetzt noch speichern. Morgen werde ich wahrscheinlich noch diesen einen kleinen Bereich dann erkunden und auf jeden Fall noch in den, noch zum Hateno-Strand laufen. Da habe ich auch noch eine Quest. Aber wir haben viel zu tun eigentlich. Hier die drei Bäume da auch noch. Mit dem Schatz und was weiß ich. Dann müssen wir noch zu Impa. Und noch andere Dinge. So. Gut, Leute. Ah ja, die zwei Schreine dort hinten auch noch. Ja, gut. Machen wir alles morgen. Okay, Leute, dann speichern. Genau, und zum Strand. Zum Strand gehen wir dann auch noch. Also, ich hab noch echt viel zu tun in dem Game. Also, ich werde da noch sehr, sehr lange dran sitzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.